Erzähl mir vom Fürst Redrick. Er stammt aus einer Adelsfamilie, die diese Lande seit Edirzeiten verteidigt haben. Redrick II. War während der Revolution ein früherer Unterstützer der dirwedischen Unabhängigkeit und der Vater des derzeitigen Fürsten fiel im Krieg des Heiligen. Kurz nach dem Ende des Krieges setzten die Hohlgeburten im Dürwald ein. Fürst Redrick hat es auf sich selbst genommen, Goldtal vom Fluch zu säubern. Seine Maßnahmen sind streng, aber notwendig gewesen. Anscheinend war es unglücklicherweise aber nicht genug, um seinen Erben zu beschützen. Der Krieg des Heiligen? Das ungeheuerliche Beispiel unserer Zeit für den Wahnsinn eines Mannes. Vor 15 Jahren beschloss die Bevölkerung von Rezeres, dass Weidwen, ihr lebender Heiliger, die wortgetreue Inkarnation des Gottes Eotas sei. Urgard runzelt seine spitze Nase. Dieser vermeintliche Heilige nahm es auf sich selbst, den Dürwald zu befreien. Wahrscheinlich hatte er niederen Göttern die Treue geschworen, denn ich habe noch nie von einer Armee gehört, die ein Land zum Wohle seiner Bevölkerung erobert hätte. Der Krieg dauerte ungefähr ein Jahr, aber du kannst dir vorstellen, was dieses Jahr mit der Verehrung von Eotas im Dürwald anstellte. Alle von Fürst Redricks Vorfahren sind Eotasianer gewesen. Aber nachdem sein Vater bei unserer Verteidigung gegen diese Fanatiker gefallen war, kümmerte er sich persönlich darum, dass der Eotas-Tempel hier im Dorf stillgelegt wurde. Er deutet auf ein paar Mauerruinen neben dem Baum. Solltest du andere Fragen haben, kannst du sie gerne stellen. Es ist wichtig, dass jeder in Goldtal unsere Regeln und Risiken versteht. Ich möchte mehr über Goldtal erfahren. Wie die meisten Dörfer im Dürwald sind auch wir ein Grenzdorf. Goldtal ist seit seiner Gründung zur Kolonialzeit nicht sonderlich gewachsen. In den letzten 15 Jahren ist unsere Bevölkerung noch weiter zurückgegangen. Er lässt seinen Blick über die maroden Häuser und halb umgestürzten Zäune schweifen. Deshalb bemühen wir uns jetzt auch aktiv um neue Siedler. Alof schnaubt, in der Tat. Warum ist die Bevölkerung Goldtals zurückgegangen? Weidwens Vermächtnis natürlich. In letzter Zeit hatten viele Frauen Schwierigkeiten, gesunde Kinder zu gebären. Bei einiger Zeit hat Fürst Redrick per Dekret erlassen, dass sich in Goldtal keine Mütter von Hohlgeburten aufhalten dürfen. Sein Mund zieht sich zu einem straffen Strich zusammen. Seine Herrschaft hat mit seinen Gegnern einen kurzen Prozess gemacht. Es mag ja hart sein, aber wenn wir dadurch von diesem Fluch befreit werden, ist es das dann nicht wert? Da arbeitet er schon 5 Jahre mit minderem Erfolg dran und beides klappt. die sind irre. Erzähl mir über die Ruinen hinter dem Baum. Das sind die Überreste des Eotas-Tempels. Sein Mund verzieht sich. Nach dem Krieg des Heiligen verbat Fürst Redrick die Anbetung des toten Gottes. Er steht jetzt schon seit fast 15 Jahren leer, aber es gibt Pläne, ihn auf Beraf, den Gott des Lebens und des Todes, umzuweihen. Verlassen, weil sich ein feiner Fürst dazu entschloss, ihn abzureißen, weil er sich vor seinem Gott selbst nach dessen Ableben noch fürchtete. Trotzdem, Berat ist eine gute Wahl, das gefällt mir. Berat glaubt an Kreisläufe. Ich stelle mir gerne vor, dass das, was diesem Tempel widerfahren ist, eines Tages auch vergolten wird. Genug von Goldtal. Wenn du das Dorf erkundest, wirst du es sicherlich zu Genüge kennenlernen. Ja, auf Wiedersehen. So, ich habe gesagt, ich gehe jetzt hier unten lang, also gehen wir direkt nach hier unten. Weil hier oben gibt es ja nichts mehr. Hier in das Haus kommen wir nicht rein. Den Tempel lassen wir auch erstmal in Ruhe. Den Tempel machen wir dann später, wenn wir Durenz und Kanna noch haben. Die Feldfrüchte sind verdorben. Mhm. Hier stehen auch 2 von denen rum. Kann ich hier eigentlich selber Markierungen setzen? Nee, leider nicht. Schade. Ich weiß gar nicht, ob das nur im zweiten Teil ging. Dörfler und Kühe. Also ja, gehen wir erst zum Schmied. Dann gehen wir hier kurz hoch. Dann zur Mühle und dann weiter. Schmiede, Schwarzhammer. Mhm. Und eine Dörflerin. Okay.
So, hier ist eine Wächterin. Das heißt, klauen sollten wir nichts. Wenn ich ein paar extra Schichten in der Schenke schiebe, kann ich mir einen Dolch leisten. Und ja, Edea kriegt die Pistole. So. Hey. Wenn er mal schießen muss. Yes. Oh, unsere Ausdauer hat durch den Bär doch schon abgenommen. Diese Blasebälge säuft sie den Schmelzhof, worauf die Kohle doch heller brennt. Was gibt's hier oben? Tägliche Bestätigung des Fokus und der Effizienzen. Mhm. Sagt das Tatuna bitte nicht, aber ich glaube, Dunsten drüben in Urfeuer hat ihm gegenüber die Nase vorn. Mhm. Okay. Das Redig selbst verlässt sich für Nachschub auf diese Schmiede. Ja, stumpfe Schwerter für die Schmiede. Dieser Amano ist beeindruckend gebaut und tragt turmhoch über den Tresen. Seine Hautfarbe ist dunkelblau wie die Tiefsee und seine kräftigen Arme sind voller definierter Muskeln. Sein kantiges Gesicht, das gleichermaßen mit Ruß und ausschweifender Tätowierung bedeckt ist, wird von kleinen Ohren eingerahmt. Er lächelt sich breit an, als ich dir sage: Willkommen, du bist das erste neue Gesicht, das ich seit geraumer Zeit gesehen habe. Was kann ich für dich tun? Ist das dein Geschäft? Ist es. Gibt es hier schon seit fast 20 Jahren. Über die Jahre habe ich schon alles Mögliche gesehen. Glückliche Begebenheiten und weniger glückliche. Tuatanu wirft der Wache, die an der Mauer Stellung bezogen hat, einen Blick zu. Aber die Schmiede Schwarzer Hammer gibt es immer noch. Ja, der Wächter ist da wohl von Redrick, die Wächterin. Ja gut, was hast du hier? Ich fürchte, du kommst in einer seltsamen Zeit zu uns. Das Angebot ist nicht mehr das, was es einmal war. Trotzdem haben wir noch gute Waffen und Rüstung zum Verkaufen. All das haben wir hier im Schwarzen Hammer geschmiedet. Was ist passiert? Wir haben einfach nicht genügend Vorräte dafür. Auf die nächste Lieferung warten wir jetzt schon eine Woche und es gibt keinerlei Anzeichen auf ihren Verbleib. Ich muss vermuten, dass sie von Banditen überfallen wurden. Die Straße nach Osten ist voll mit ihnen. Vielleicht sind meine Arbeiter mit dem Wagen auch selbst über alle Berge gegangen, um die Waren zu Geld zu machen. Tuatanu staubverächtlich, als ob sich dieser Haufen trauen würde. Er hat recht wegen der Banditen. Die entsetzlichen Situationen. Wahrscheinlich. Ach so. Die entsetzlichen Situationen in Dörfern wie diesem und der Exodus in die Städte haben skrupellose Zeitgenossen viel zu viele Möglichkeiten eröffnet. Tuatanu denkt nach und kratzt am Kiefer. Wenn du zufällig auch in diese Richtung unterwegs bist, könntest du dann vielleicht auf einen Güterwagen aufpassen oder zumindest auf meine Lieferung. Ich erwarte, dass sie die Abkürzung durch die Schwarzau nehmen und dafür gibt es nur eine gute Straße. Nach Lage der Dinge gehen die meisten unserer Waffen an euer Gnaden fürs Dredrick. Tuatanu blickt zu der Waffe, die ihr am nächsten steht, zu der Wache. Und so soll es auch sein. Für Außenstehende bleibt aber nicht viel Auswahl übrig. Wir haben einfach nicht genügend Eisen. Ja. Von wo aus ist der Wagen aufgebrochen? Wir haben den Wagen mit Waffen nach Neu-Hiobar geschickt. Danach macht er einen Bogen durch Stammheim und andere Orte, um Vorräte einzukaufen. Der kürzeste Rückweg führt durch die Schwarzauen und dann durch die Wildnis im Norden. Tuatanu schüttelt den Kopf. Hier ist ein Händler durchgekommen, der sagte, sie hätten es bis nach Stammheim geschafft, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Ich werde sie heil und gesund wieder zurückbringen. Ich würde es trotzdem zu schätzen wissen, wenn du es versuchst. Wenn du mir zumindest die Vorräte zurückbringst, dann werde ich dir viel mehr anzubieten haben. Wenn du anfängst, bekommst du gleich einen Rabatt. Und solltest du meine Arbeiter finden, so gib ihnen einen ordentlichen Schlag auf die Birne. Ja. How do you do? Ich würde gerne deine Waren sehen. Natürlich, besser wirst du nirgends finden. Ja. Abgenutzter Faustschild, schwache Abwehr, Umhang des Entzugs. Da Seil und Enterhaken. Nehmen wir auch die Brechstange und dann gehen wir mal in unser Lager.
Und sortiere mal nach Gegenstandstyp. Ich verkaufe mal wie immer alles bis auf eins. Wobei ich so ein Eisenhutschild gerne behalten würde. Und die Zauribs-Speere, die verkaufe ich alle. So, rüstungsmäßig. Gambosson. Da die Kleidung nichts bringt, verkaufe ich sie ganz. Lederrüstung, Lederrüstung. Ach so, Lederrüstung. Verkaufen wir die beiden mal. Das sind alles Lederrüstungen, also können wir die ruhig verkaufen. Da die Gegenstände eigentlich nichts bringen, verkaufen wir sie auch mal alle. Hier möchte ich alles behalten. Die Wolfspelze und das Bärenfell können weg. Und Zutaten wollen wir nicht verkaufen. So. So, das sieht doch schon besser aus mit dem Schild. So, wir haben eine neue Quest. Schmiedeslieferung. Also ja, das ist eine Quest. Tuatado, der Schmied von Goldtal, wartet schon seit langer Zeit auf eine Lieferung. Er sorgt sich, dass dem Wagen, der auf der östlichen Straße nach Goldtal unterwegs war, etwas passiert sein könnte. Tuatado hat mich gebeten, einen der Vorratswagen der Schmiede Schwarze Hammer aufzuspüren, den die Schmiede schon vor mehreren Tagen hätten erreichen sollen. Er vermutet, dass sie sich wohl in den Schwarzauen, die südöstlich von Goldtal liegen, eine Spur finden könnte. Yes. Und ja, hier sind auch wieder zwei, mit denen ich reden könnte, aber das lassen wir, wie gesagt, erstmal. Certainly. Wir verlassen lieber die Schmiede. In das Haus können wir nicht rein. Und ja, uns fehlen eigentlich noch die ganzen umliegenden Gebiete. Also sollte ich auch mal an die Kartenränder rausgehen. So, Berats Glocke. Trotz des Regens fühlen die Halme sich so trocken und steif an wie der Panzer einer Heuschrecke. So, Esternwald. Haben wir schon mal. Gibt's auch dort nicht was? Nö. Südlich sollte es aber irgendwas geben, weil hier ist Anslocks Kompass und da ist die Matma-Brücke. Und kennt nur wer hier. Esternwald ist das Gebiet vor Redricks Schloss. Ich glaube, ich will erst hier rein. Weil das ist die Unterkunft. Genau, von Nonton. Dieser Mann und diese Frau scheinen ein tiefgründiges Gespräch zu führen. Sie versuchen gerade, zwei prall gefüllte Taschen zu schließen. Als sie sich umarmen wollen, bemerkt die Frau dann näher kommt und hält inne, wobei ihr Lächeln etwas in Stocken gerät. Welcome. Können wir dir helfen? Sie schaut ihren Gefährten an und legt die Stirn verwirrt in Falten. Kennst du diese Frau, Nonton? Ja, ich glaube, wir haben uns im Talhaus getroffen. Ich habe sie vor den Bergen gewarnt. Er neigt seinen Kopf. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Wissen Sie sonst noch etwas? Ihr scheint es aber eilig zu haben. Für Leute, die gerade einen Freund verloren haben, seid ihr aber ja in bester Laune. Das zu sagen ist aber nicht sehr nett von dir. Ich traue um auf die mir eigene Art um meinen Ehemann. Es tut mir leid, dass ich ihn nicht zum Verlassen von Goldheim bewegen konnte, bevor das hier passiert ist. Ich bin erleichtert, diesen schrecklichen Ort endlich zu verlassen. Das ist alles. Er hat mich den Großteil meines Lebens und nun auch meinen Ehemann gekostet. Ich bin froh, von ihm zu sein. Ihr beide scheint es aber eilig zu haben. Ja,
mir vorstellen. Ingold lacht. Wir packen tatsächlich unsere Sachen für eine Reise. Ich wollte Trutzbucht besuchen und sie schaut Nontor an. Naja, ehrlich gesagt habe ich die Schnauze voll von diesem Dorf. Nontor greift nach ihrer Hand. Es ist an der Zeit für eine neue Umgebung, sagt er. Nontor, ich weiß, was in dieser Bärenhöhle wirklich passiert ist. Nontor weicht die Farbe aus dem Gesicht. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich habe dir die Wahrheit gesagt.